Moin Leute und herzlich willkommen zur Auswertung des Spieltages Nummer 2 in meiner Kickbase-Liga. So, Jannis Horn, João Victor, Brenet, Kramaric und Vogt wurden bisher sogar schon verkauft. So, Wataru Endo, Klos, Ortega, Sosa, Salai und Haaland haben eine so überragende Leistung gebracht, dass ich mit relativ großem Abstand Erster wurde. King, aka Philipp, hat nur 220 Punkte, der Lever und Müller. So, dann haben wir Sepster 15, aka Emil, der mit Kölnern und Mainzern ganz schön Pech hatte. Durch zwei Mainzer insgesamt 14 plus, durch Kölner insgesamt 55 minus. Arnold hatte 130 Punkte bis zu seiner roten. Und auch Xaver Schlager konnte nicht überzeugen. Das Witzige ist, dass ich Xaver Schlager und Endo mit ihm als Tausch gemacht habe, weil die beide gleich viel wert sind. Und der Endo jetzt 130 holt und Schlager 10. Pavard 69, wobei seine Leistung nicht gut war und Bayern verloren hat. So, dann haben ihm die Bielefelder noch ein bisschen den Arsch gerettet. Hartl und Doan mit zusammengenommen 278 Punkten und auch noch Schlotterbeck, der Ex-Unioner, was ihm sehr viel gebracht hat. Theo, der hat sogar, bei ihm spielt jeder außer Hernandez. Der hat Bülter, Jong, Wolf, Koulibaly, Coman und Sinkgraven, die aber gar nicht so eine gute Leistung gezeigt haben. Dann hat er Baku und Kobel, die mittelmäßig waren. Und dann Augustinsson, dem das Eigentor, was er gemacht hatte, noch aberkannt wurde, weil der Ball schon hinter der Linie war. Und Gulde, weil Freiburg 5-0 gewonnen hat. Und Gulde, die hatten ja 5-0 gewonnen. Und jetzt weiter zu Alex. Der hat Selke, der hatte Selke irgendwie teuer gekauft oder so. Dann vier Spieler gehabt, die nicht gespielt haben. Wobei Skov, letzten Spieltag hatte er nur einen Spieler, nämlich Skov, der hat 77 Punkte da sogar geholt oder so. Oder über 90, ich weiß es nicht. Er hat einige, die nicht gespielt haben, aber seine Spieler, die gespielt haben, Orban, naja. Angelinho und Toussaint haben eine solide Leistung geliefert. Dann Guerreiro mit einer guten, Fährmann mit einer sehr guten und Castro mit einem extrem guten Auftritt. Mit einer sehr, sehr guten Leistung auf jeden Fall. Dann haben wir Danilo. Der hat nur 9 Spieler. Der hatte sogar Bentaleb, hat ihn aber nicht aufgestellt, weil er seine Formation nicht umgestellt hat. Bei ihm hat jeder gespielt. Klostermann hat gegen Dortmund allerdings Minus geholt. Auch die meisten Minuspunkte, die überhaupt ein Leipziger geholt hat. Füllkrug und Mbabu waren enttäuschend bis schwach. Also die waren enttäuschend bis schwach. Dann Samaseku und Tyler Adams hatten halt eine okay Leistung, kann man mal machen, ist aber nicht das, was man sich erhofft. So gute Leistung hatten zwei der vier Dortmunder von ihm, Meunier und Reyna. Eine sehr gute Leistung hatte Mats Hummels, 170 Punkte seht ihr hier. Und Jadon Sancho, der hat wirklich eine so gute Leistung gegen Leipzig gehabt. Dortmund hatte ja 3-0 geführt und die Vorlage, da musste Haaland nur noch aus 2 Metern einköpfen. Sein Tor war übrigens herausragend vorbereitet von Reus, aber trotzdem. So, damit ist Danilo Vierter. Der Dritte ist mein Opa, Grey Lion Union, der hier auch mitmacht. Bei dem hat jeder gespielt. Onisivo und Petersen hat er mittlerweile verkauft, weil die nicht Stamm spielen. Oskar Wendt und Hannes Wolf will er auch austauschen, weil die eingewechselt wurden gegen Bayern und die 15 Punkte nu haben beide nur 15 Punkte wegen dem Sieg über Gladbach gegen Bayern bekommen. Tobias Strobel von Augsburg hatte eine mäßige Leistung bis okay Leistung. Lenz hatte eine akzeptable Leistung, wobei Bürki, Vargas und Tapsoba schon relativ gute Leistung hatten. Abraham sogar eine ganz schön gute Leistung. Und sein Wamangituka hat die zweitbeste Leistung eines Stuttgarters gezeigt auf dem Feld gestern. Und hätte sich auch fast mit noch ein, zwei Toren belohnen können, hätte er nicht so uneigennützig gespielt, sondern öfters mal auch geschossen, anstatt rüberzulegen. So, dann haben wir den zweiten Platz, Kickbase Don mit 11 Spielern, die gespielt haben, nämlich Rafael Tschichos, Minuspunkte geholt, weil Köln 5-0 geschlachtet wurde von Freiburg. Dann Barkok, 22 Punkte. Mittlerweile hat er den, glaube ich, auch verkauft. Luke Bakio und Guendouzi, genau wie Sargent, mit einer auch nicht
zufriedenstellenden Leistung. Ich meine, Hertha hat ja verloren gegen Bielefeld. Und Guendouzi, der letzten Spieltag 200 Punkte geholt hat, hat dadurch natürlich einen ordentlichen Schnitt in seine Quote bekommen. Auch Sargent hat nicht überzeugt beim, ich glaube sogar Unentschieden, ja, beim Unentschieden zwischen Leverkusen und Bremen. So, Alderete hatte schon kein schlechtes Spiel, das könnte man schon. Ja, das nimmt man so hin. Und dann hatten Kostic, Kabak, Santa Maria und Müller schon eine sehr gute Leistung gezeigt. Und dann sein Nicolas Gonzalez, der war legendär gegen Augsburg. Der hat das sein Tor, ja gut, war ein Elfer. Seine Vorlage war sehr stark und der hat auch einige gute Schüsse, die gehalten wurden, wie zum Beispiel einen Fallrückzieher, der einfach perfekt gepasst hätte, wo Gikiewicz dann aber achtsam war. Und jetzt kommen wir zu meinen Punkten. Ich habe halt Jannes Horn, der schlecht gespielt hat. Der wurde erst zur, weiß ich nicht, 58. eingewechselt, wo Freiburg nochmal drei Tore gemacht hat und dann haben sie das Spiel verloren. Die persönliche Leistung von ihm war also gar nicht so schlecht. Dann João Victor und Brenner, die nicht gespielt haben. Gelb, also einer, der gelb bekommen hat, Kramaric, der kein Tor geschossen hat und von Schalke abgeschossen wurde, genau wie Kevin Vogt. Dann haben wir Wataru Endo im Tausch gegen Schlager bekommen von Emil. Hat sich als eine weise Entscheidung rausgestellt, weil Endo im zweiten Durchgang nach der gelben hatte er 30 Punkte. Ohne Vorlage oder Tor sich nochmal richtig stabil zurückgespielt hat. So, die Bielefelder Klos und vor allem Ortega haben eine richtige Glanzleistung geliefert. Die Bielefelder waren sehr gut. Und Borna Sosa, der hatte zwei, drei Pässe, die perfekt waren, wo der Stürmer dann verkackt hat, die auch hätten zu einer Vorlage werden können. Roland Salai hat ja eins der fünf Tore für Freiburg geschossen, also gar nicht so besonders. Und dann Erling Haaland hat zwar zwei Tore perfekt auf den Fuß gelegt bekommen, aber die Vorarbeit von seinem ersten Ding vom Kopfballtor war überragend. Der hat da einfach im Dribbling 1 gegen 5 gewonnen und den dann zu Sancho gespielt, der dann auf seinen Kopf perfekt rauflegt. Und das zweite Tor war von Reus. Ein genialer Pass, der hat den einfach so gespielt, dass er aufs leere Tor schießen muss und den Torwart verlädt. So, dann zeige ich nochmal hier die Tabelle. Hier sind einige, die nicht mitmachen. Und Philipp, der noch kein richtiges Team hat. Und Danilo, der anscheinend ein bisschen zu komisch im Kopf war, um sich ein Team zu bauen. Danilo, falls du das siehst, du kannst doch einfach deine Formation umstellen. Nur so, Danilo, den kenne ich, deswegen sage ich es gerade so. Die ganzen Partien, falls ihr es sehen wollt, habt ihr bestimmt eh schon mitbekommen, wenn euch das juckt. So, dann der von hier, Don ist sogar Zehnter und von mir der Haaland ist Siebter und Danilo Sancho ist Dritter. Das sind so die Spieler aus den Top 10, die an Leute vergeben waren. Und die ersten beiden, dass man das erleben kann. Zwei Schalker auf den ersten beiden Plätzen. Äußerst ungewöhnlich. Matthew Hoppe, 19 Jahre alt, hat einfach einen Hattrick geschossen und Harit hat ihm beide perfekt aufgelegt und noch selbst einen gemacht. Harit auch völlig zu Recht Player of the Spieltag, ja. Dann haben wir hier Köln, die einfach wirklich ein Minus-Massaker hier angerichtet haben. Also was das von denen war für ein Auftritt gegen Freiburg, ne? Das war ja nun wirklich unterirdisch. Ich zeige euch jetzt einfach noch die Punkte von Freiburg, weil hier seht ihr, die haben alle eine sehr, sehr große Leistung gezeigt. Und auch die Schalker haben eine sehr große Leistung gezeigt. Und wenn ich das als Dortmund-Fan zugebe, dann heißt das schon was. Aber hier Harit und Hoppe, sehr große Leistung. Dann der Fährmann. Den hat mein Opa letzten Spieltag gerade erst verkauft. Der hat auch zu alter Stärke zurückgefunden. An sich die komplette Schalker Mannschaft sehr gut. Besonders aber Harit und Hoppe, die zusammen einfach 827 Punkte geholt haben. Als Duo. Schon perfekt. Von den Bielefeldern haben wir auch einige im weit oberen Bereich. So, das war's dann erstmal. Bisher ist der Ligastand so. Wobei ich euch das jetzt mal besser in der Übersicht zeige. Bisher ist das der Ligastand. Alex 8 und King spielen aber mit mittlerweile. Julius und Luan nicht. Also wir haben eigentlich 8 Leute, die in der Liga spielen.
Und ja, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Nicht wundern, ich nehme das direkt nach der Reaction auf, deswegen bin ich so redselig. Ich habe 300 und 92 Punkte Vorsprung, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, auf Kickbase Don, was schon sehr gut ist, aber ich habe Angst, beim nächsten Spieltag zu verkacken, weil bisher mein Team noch nicht steht. Ich habe zwar 12 Spieler, aber ich bin im Minus, deswegen muss ich noch was verkaufen. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr auch hier eingeschaltet habt. Bis dann, euer Holzinternet TV.